Ja, hallo. In der Aufgabe 2 üben wir diese beiden Sätze hier ein, die mit der Konjugation einer komplexen Zahl zu tun haben. Nun, einmal ist das der Satz, wenn ich eine komplexe Zahl mit ihrer Konjugation multipliziere, erhalte ich den Betrag dieser Zahl zum Quadrat. Und dieser Satz sagt, wenn ich eine Summe konjugieren möchte, dann kann ich auch jeden einzelnen Summanden einzeln konjugieren. Gut, diese beiden Sätze wollen wir an dieser Aufgabe einüben. Da geht es darum zu zeigen, dass diese Gleichung hier für alle z und für alle w wahr ist. Das heißt, wir wollen einfach diese Formel hier beweisen. Ja, wir beginnen damit, dass wir hier, hier, hier und hier diesen Satz hier anwenden. Ich mache mal hier so einen Pfeil dran. Den benutzen wir zunächst einmal und zwar in jedem Term. Gut, wenn wir den hier mal auf dem Zähler an, diesen Satz hier, also das ist etwas irritierend, weil hier steht eine komplexe Zahl z, aber diese komplexe Zahl z kann auch ein komplexer Term z sein. Ne? Unser z ist also hier z plus w. Ne? Kann man sich ja so vorstellen, wenn ich zwei komplexe Zahlen addiere, habe ich eine neue komplexe Zahl. Gut, wenn wir diesen Satz anwenden, dann erhalten wir da also z plus w mal z plus w konjugiert. Und natürlich hier das Ganze dividiert durch 2. Gut, kommen wir hier zum nächsten Term, zu diesem hier. Da haben wir dann, wenn wir diesen Satz wieder anwenden, z minus w mal z minus w konjugiert. Und natürlich wieder dividiert durch 2. So, jetzt wenden wir den Satz hier auf diesen Term an. Das ist ganz einfach. Da steht ja das gleiche wie hier. Z mal z quer kommt also da raus. Und dann wenden wir hier diese Formel auf diesen Term an. Da erhalten wir w mal w quer, also w konjugiert. Gut, jetzt machen wir Folgendes. Wir wenden diesen Satz hier an, und zwar einmal hier und einmal hier. Der sagt also, wenn ich eine Summe, also den muss ich mal eben abändern, der Satz, der heißt, entweder Plus oder Minus darf da stehen. So. Also wenn ich eine Summe oder Differenz habe, dann kann ich auch jeden Summanden hier oder jeden Term dieser Differenz hier einzeln konjugieren. Das heißt, ich kann hier dieses Konjugationszeichen wegmachen und stattdessen jeden einzeln konjugieren. Ne, hier genauso, da mache ich das Konjugationszeichen weg und konjugiere jeden einzeln. Okay. So, jetzt kann ich hier dieses Produkt bzw. dieses Produkt hier ausmultiplizieren, dann erhalte ich also z mal z quer plus z mal w quer plus w mal z quer plus w mal w quer. Okay, und das Ganze geteilt durch 2. Gut, gehen wir zum nächsten Term über. Da muss ich auch wieder ausmultiplizieren. Dann erhalte ich z mal z quer. Jetzt kommt allerdings ein Minus hin, kein Plus. Z mal w quer. Dann kommt ein Minus hin, denn Minus mal Plus ergibt Minus. Und dahinter, hinter dem Minus steht w mal z quer. Und dann habe ich noch plus w mal w quer. Ne? Plus, weil Minus mal Minus ergibt Plus. Okay, und das Ganze wieder durch 2. Und hier hinten steht weiterhin z mal z quer plus w mal w quer. Okay. Als nächstes machen wir Folgendes. Beide Brüche haben ja den gleichen Nenner und deshalb kann ich alles auf einen Bruchstrich schreiben. So. Und jetzt fallen die meisten Terme weg. Zum Beispiel hier z mal w quer.
Und hier habe ich minus z mal w quer, also das fällt schon mal weg. Dann habe ich hier w mal z quer, hier habe ich minus w mal z quer, fällt also auch weg. So, schauen wir mal, was da übrig bleibt. Da habe ich also z mal z quer, also z konjugiert, plus w mal w quer plus z mal z quer. Ja, z mal z quer hatten wir schon mal, also schreibe ich dahin 2 mal z mal z quer. Na, genauso hier, w mal w quer hatten wir schon mal, also mache ich dann eine 2 einfach vor. 2 mal w quer. Okay, und das Ganze durch 2. Und das ist gleich z mal z quer plus w mal w quer. So, und jetzt brauche ich nur noch hier die 2 ausklammern. Und dann kürze sich mit dieser 2 weg. Ja, und da habe ich stehen z mal z quer plus w mal w quer. Und hier habe ich genau das gleiche stehen. Das heißt, die linke Seite und rechte Seite sind identisch. Und damit ist auch die gegebene Gleichung wahr, stets wahr, denn beide sind ja äquivalent zueinander. Ne? Ich habe ja nur Äquivalenzumformung durchgeführt. Ja, damit ist der Beweis vollbracht. Wir sind am Ende. Auf Wiedersehen.